hier. Pax ist bei den Outcasts in Sicherheit. Mit seiner sicheren Rückkehr zeigen wir Skill, dass wir für Auroras Zukunft zusammenarbeiten. Wir werden das Volk von Auroa immer beschützen. Die Region gehört jetzt uns. Sie haben Pax gezwungen, eine Rede aufzunehmen, laut der die russische Regierung mit militärischer Präsenz Anspruch auf Auroa erhebt. Er sagt, Bodak-Offizier Vasily Kropotkin war für das Theater verantwortlich. Kropotkin ist Desinformations- und Propagandaspezialist. Ich weiß nicht, was die Bodaks vorhaben. Sind das Machtspiele oder eine Ablenkung? Was jetzt zählt, ist, dass die Bodaks brutale Morde filmen. Wir müssen diese Verbrecher aufhalten. Allerdings, sie wollten Pax umbringen. Ihnen ist Chaos wichtiger als Kontrolle. Nomad out. Mit Soße. Ich merke gerade, dass ich gar keinen Ton an hatte. Tja, also. Es geht weiter mit Ghost Street Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Ich werde das Ganze jetzt aber nicht nachvertonen, was ich gerade vergessen habe aufzunehmen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Ja, so ist das halt, wenn man vergisst, die Aufnahmetaste zu rücken. Die Tonaufnahmetaste, egal. Ich spawn jetzt erstmal hier in das Biwak und höre mir den Einsatz mit Karen Bowman an. Bowman, Nomad hier. Schießen Sie los. Die Azrael-Flotte der Bodaks ist ein großes Problem für die Outcasts. Solange sie die haben, können die Bodaks alle Bewegungen in der Region überwachen. Das heißt, die Outcasts würden große Verluste erleiden. Sie müssen diese Drohnen ausschalten. Es gibt eine Azrael-Startbasis und einen Produktionsstandort in der Nähe. Gründliche Aufklärung hilft bei der Planung ihres Vorgehens. Gut. Fliegen kann ich hier nicht aktuell. Kommt noch mehr Aussichtspunkt, zeigt sie mir an. 500 Meter, da muss ich eh zu Fuß gehen. Oh oh, muss ich oben rum, sonst bin ich nachher zu tief, weil Aussichtspunkt heißt von oben. Wahrscheinlich sehe ich da unten die große Werkstatt, oder? Ach ne. Doch, Error Chess Kleiner, guten Tag. Das ist immer so bescheiden, da reinzukommen und die ganzen Jungs zu töten. Aber da wird eh nur erstmal der Haupteinsatz sein. Muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder aufklären. Wo geht's? Oh oh. Unten sind schon wieder Drohnen am Start. Oh,
Die gehen mir auf den Sack, die Dinger hier, Mann! Die sind aber auch was schnell, die Dinger, Mann! Wollte ich mir ordentlich den Loot noch? Aber ich bin jetzt nicht so tief. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt gleich oberhalb des Error-Test-Geländes bin. Dort, wo wir damals, wie hieß er nochmal? Ach, diesen Wulp töten mussten. Den Drohnen-Wulp. Liegt der Name auf der Zunge, fällt mir gar nicht ein. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich mit meiner Drohne scannen. Ein Stück zur Seite, ich ist runterfalle versehentlich. Oh ja, ist klar, ist ein knallrotes Logo. Gegner lokalisieren. Wir sind verflucht viele Bodaks. Sie können versuchen, sie abzulenken und ein paar von ihnen weglocken. Vielleicht, indem sie an anderen Orten Offiziere töten. Eine Azrael. Vor dem Angriff auf Arrow zerstören sie die Azraels in der Produktionsanlage. Viele Drohnen in der Luft. Sichern Sie das Omega-Operationszentrum. Geben Sie den Outcasts alle Waffen, mit denen Sie Drohnen aufspüren und vom Himmel holen können. Mhm. Noch ein Opfer des Drohnenschwarms. Sie sollten die Gebäude infiltrieren können, von denen aus der Schwarm gesteuert wird. Da unten. Feind identifiziert, da drüben. Hier patrouillieren Ogre-Drohnen. Davon gibt es viele in der Region. Schalten Sie die Drohnenlieferungen aus, dann sollte sich das Problem erübrigen. Gut. Also ich muss wahrscheinlich erstmal dafür sorgen. Dem Bodaks die Azraels abzunehmen hat höchste Priorität. Schließen Sie erst ein paar Destabilisierungseinsätze ab. Dann zerstören Sie die Azraels in der Fabrik und anschließend die Hauptflotte bei der Startbasis. Verstanden, out. Dann haue ich erstmal ab hier von der neuen Hinweis. Ja, das ist wieder hier Deity Fuse Einsatzversprecher und das ist wieder hier mein Funkspruch mit Nomad. Garen Bowman. Jetzt erstmal weg hier, dass mich hier keiner sieht. Dann gucke ich mal die D-Stab. Also, Kampf um Sicherheit gibt es. Entfernt Flugdrohnen von Straße und Wegen dieser Region. Bei ihm ermöglicht diese Region zu fliegen. Ich glaube, das war das Erste. Da kann ich mich ein bisschen bewegen. Die Drohnenfracht treffen, entfernt Bodendrohnen von den Straßen und Wegen dieser Region. Eliminierung und Ablenkung entfernt feindliche Schwergewichte aus dem Error-Test-Gelände. Gott, dann würde ich doch mal sagen. Kann ich denn so dahin mit B? Ja, eigentlich müsste ich das so auswählen können. Ich will sagen, frei. Ja, freier Himmel. Ja, ich würde sagen, das mache ich als erstes anheften. Und zwar ist das im Campfire. Camp Fox geht einigermaßen. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist zwar hier auf dem Berg und ein bisschen versteckt, aber ganz so schlimm ist es nicht. Blöd ist nur, dass ich da ja laufen muss. Und dann durchs Gebirge. Aber es ist nicht weit. Es sind nur ein paar hundert Meter. Dort ist es nämlich schon. Das Gelände, oder? Muss doch sein eigentlich, oder? Ach, das ist andere Gelände, Scott. Das hier ist das Gelände für die Bodenrunde. Ja. Ja, das ist hier das, das gibt ja mehrere Testgelände. Ah, nee, das ist Camp Fox. Moment, Camp Fox. Camp Fox ist gleich das Testgelände. Ist Camp Fox. Muss ich ja einfach nur manipulieren. Also, da muss ich jetzt nicht auf was Größeres achten. Ist natürlich ein großes Gelände, Camp Fox. Und ich höre wieder
auch Borders rumdödeln. Und dicke, fette Drohnen. Na, wo sind die? Ach, das... Schütikowski. So, und ich würde sagen, ich rüste mich jetzt mal wieder mit ein bisschen Hilfsmitteln aus, auf dass ich schneller fehlen kann. Wir haben auch vor, jetzt habe ich ja noch den das taktische Depot mit, habe ich wegen Sensorwerfer. So, stören mich die Drohne irgendwo in der Nähe? Die da, stören die mich? Tschüss. Hast du leider deine eigene Drohne am Kopf gekriegt? Die können da bleiben. Nein, ist klar. Hubschrauber und Mutti wieder. Genial, das muss ich mich hinlegen. Mist. Passt mir jetzt gar nicht, dass ich den da unten nicht getroffen habe, den Knallkopf. Nachtsicht an. Na komm. Nehmen wir das mal mit hier. Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass ich mal mit dem Drohnen-Loot was anfangen kann, außer zu verkaufen. Vielleicht wird das ja nochmal eingeführt bei Ubi. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Sehen die was mit, die Jungs? Nö, die sind doof. Hat er mitgekriegt, dass die Lampe ausgegangen ist? Aber das war sicherlich ein Kurzschluss. Also wäre schon praktisch, ein bisschen zu fliegen. Ich könnte mir vorstellen, kaum mehr Drohnen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann auch jemanden ausfliegen muss. Da drüben. Ja, das Auto lassen wir mal schön vorbeifahren, das interessiert mich jetzt nicht. Gegner lokalisiert, da. Da ist keiner drin, komisch. Gesichtet. Hätte ich aber treffen müssen. Ja, das geht. Das ist wieder typisch. Schafft meine KI wieder nicht. Er muss. Das ist wieder Klump mit Soße, ganz ehrlich. So, komm. Soll meine KI machen. Ärgerlich. Hätte eigentlich weggesniped werden müssen, der Kerl. Ja, meine KI schafft. Gut gemacht. Es ist Zeit für die Nachtsichtbrille. Wo steht er? So, tschüss. Und Fraktionskriegsjunge. Ja, dann lass mal die grünen Männchen da hinten frei. Der eine wird gefangen sein und die anderen pushen hier wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Normalerweise ist hier hinter immer ein kleines Gefängnis. Ich gehe mal hier durch. Ach, Zelt ist zu. Ne, ist offen, wollte ich das sagen. Ich verschaff dir einen besseren Überblick. Normalerweise kommt man da durch. Ja, ich bin jetzt hinter der Mauer. Hier komme ich nicht hoch. Ach, klasse. Vorsicht, jede Menge Feinde auf dem Scan. Da
Komm. Die Tür ist auf der anderen Seite, Gott. Von deiner Zelle hier. Mein Freund. Vielleicht soll ich das mal wieder hier mit meiner. Bin unterwegs, Boss. Mit meiner, wie heißt es? Sensor. Und mal gucken. Ja, so. Habe ich denn noch überhaupt? Ich weiß gar nicht. Habe ich noch hier meine euren Sensorgranaten dabei? Ich glaube nicht. Ach, die hätte ich vielleicht mal ausrüsten sollen. Dann rüste ich immer schnell aus. Das ist das Geile in Breakpoint. Das ist zum Beispiel diese Blendgranate gegen Simultanschussdrohne tauschen kann. Pistole. Seht ihr uns die Umgebung durchsuchen. Nix da. Tschüss. Brauche ich die blöde Drohne gar nicht. Simultanschuss meine ich. Wir werden ihr blaues Wunder erleben. Oh, hier piept mir was. Tschüss. Zeit für das Nachtsichtgerät. Hier piept aber was wie verrückt. Ich sehe aber nichts. Ey! Oh! Der Typ ist hinterm Zaun. Dann hack ich doch mal hier schnell. Jetzt haben die Bordaks keinen Zugriff mehr auf den Drohnenschwarm. Aber irgendwo piept es noch und ich sehe es nicht. Hier piept es wieder. Hier piept es wieder wie verrückt. Ja, hier ist doch keiner. Noch ein Willi da oben. Ich dachte zwar, dass ich jetzt schon getötet hätte. Egal. Dann hole ich gleich den anderen grünen Mann da unten noch raus. So, habe ich hier noch schnell gehackt. Geben wir dem Drohnenschwarm mal ein paar falsche Koordinaten. So. Ach, da geht's runter. Die Jungs haben ja auch ein Heli, da kann ich damit wahrscheinlich auch gleich erstmal eine Runde fliegen. Da muss ich eine Etage. Muss ich hier hacken oder Etage höher? Etage höher. Oder? Ja, über mir. Muss ich gucken, wie ich hier hochkomme. Weiß gar nicht, ist hier außen eine Leiter. An den Dingen, naja. Damit sind wir klar im Vorteil. Gucken, was Norbert jetzt hier. Sollte die Verbindung vom Schwarm zum Bordak-Netzwerk cutten. Gut, dann hole ich da. Der Schwarm in der Region ist ausgeschaltet. Stop. Und so schnell werden die Bordaks nicht reaktivieren. Dann kann ich jetzt ja fliegen. Jetzt gucke ich mal, was da unten noch für ein Kerlchen abgeschlossen ist. Oder wird keiner mehr drin sein? Ich denke, die Outcasts sind gerade getötet worden. Guck ich mal, ob da noch was Interessantes für mich drin ist. Ich glaub's nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder fliegen. Das ist sehr gut. So. Hier ist aber nichts für mich, was ich brauchen kann. Nö. Nö. Hab ich schon alles. Gott. Interessant. Die
gucken. Ist das eine Mine hier? Nee. Wäre jetzt auch doof gewesen, drauf zu schießen. Ist irgendwas Abgeschlossenes da draußen, oder was? Ist hier draußen gefangen? Ah, ich höre es wieder piepen. Ich gehe auf Nachtsicht. Die anderen Dinger werden wieder irgendwo im Gras versteckt sein. Ach, hier ist so ein Nebeneingang, alles klar. Ich dachte, hier werden noch welche versteckt. Gut. Ja, hier ist ja nichts Interessantes mehr für mich, oder? Nee, gibt es keine Dokumente für mich, nicht? Nee. Gut. Dann kann ich wieder fliegen. Wo sind Flugdrohnen? Ist das Flugdrohnen hier? Außen, ihre Ziele sind ein Border Officer und 3 Sentinel Schwergewichte. Ja, dann schnappe ich mir nochmal hier. Red Fox. Ja, soll ich fliegen? Ja. Ist da irgendwas drin noch für mich interessantes in dem Gelände hier? Nee. Und da oben ist hoffentlich auch kein wichtigen Dokumente. Nee, gut. Dann bohre ich jetzt mal hier und schnapp mir jetzt hier die Schwergewichte. Kämpfen ist eigentlich immer schön was los. So, relativ groß das Ding. Und dann noch so ein bisschen hügelig. So. Ich gehe davon aus, dass das Gelände auch gut vermint sein wird, um da reinzukommen. Weil ich muss ja den Berg hoch. Wieder Outcast, die ich benutzen könnte. Lokalisieren, eliminieren Sie alle Ziele. Gut, also muss ich auch nicht vorsichtig sein. Jetzt muss ich höchstens vorsichtig sein wegen Verminen. Und ich höre Bodendrohnen schwerer. Jo, komme ich hier hoch? Nee, komme ich hier nicht. Muss ich hier hoch? Ich glaube, ich schnappe mir den Sniper-Turm. Und interagiere dann. Da ist einer der Bordak-Offiziere. Wo? Wenn ich ihn töte, kann ich vielleicht ihre Truppen aus der Basis locken. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Wenigstens gehen wir nicht blind ein. Dann machen wir erstmal den Mörser hier aus, bevor einer was mitkriegt. Wir sind stark in der Unterzahl. Den da oben schnappe ich mir jetzt gleich den Knallkopf. Setze die Nachtsichtbrille auf. Der ist dahinter, den sehe ich nicht, oder? Vor dem haben die Outcasts Ruhe. Gut. Hier ist nichts. Nee, ist doch nichts. Was denkst du denn? Ist doch keiner, Mann. Was denkst du denn, Kollege? Ach, was ist ein Wolf, ein Rock? Fuck! Du willst mir doch jetzt hier keine Rocket ins Gesicht schießen, oder? Du willst doch keiner Frau eine Rocket ins Gesicht ballern, ne? Ah, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Tschüss. Volltreffer, Baby.
Nee, komme ich so einfach nicht dran. An den auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich gleich raus. Ich bin nichts anderes. Es ist Zeit für die Nacht. Ja sicher, da hat ja ziemlich laut geknallt, Jungs. Ziel am Boden. Bleib ich mal hier oben. Kommt der freiwillig zu mir? Dann lasse ich die beiden Jungs ja gleich mal frei. Wo bist du denn? Tschüss. Ja, geh nur in Deckung. Bringt dir eh nichts. Es bringt ja nichts. Die beiden Jungs sind nochmal frei. Dokumente gab es hier, glaube ich, keinen. Hatte ich ja vorher schon geguckt. Werden auch keine angezeigt. Die greifen uns an! Wer greift hier an? Zurück zu meinem Hof. Ja. So. Ich da auch die Kiste mit. War ja nichts Interessantes. Und da unten ist das andere Testgelände. Da muss ich wahrscheinlich irgendwann mal hin, oder? Könnte ich mir vorstellen. Irgendwann. So, dann gucken wir. Auch noch Pleasant Island. Muss ich auch noch. Kampf für die Sicherheit. Lustig. Ja, das ist geil. Das, die Insel. Da kommt man ja ungesehen ganz schlecht hin. Aber ich muss die andere Markierung. Ist die weg? Ach, da blinkt sie. Gott. Wäre auch ein Biwak in der Nähe. Jetzt dahin zu fliegen ist blöd. Dann nehme ich doch mal das Biwak hier. Nur was wollte ich mir? Nehme ich mir hier jetzt ein Heli? Ne, 800 Meter, das laufe ich. Komm. Und nachher das Error-Testgelände zum Schluss hier, der, wenn die Destabilisierungseinsätze fertig sind und dann der Eroberungseinsatz gespielt werden kann. Das wird sicherlich interessant dann. Hier wimmelt doch nichts. Ihr seht mich doch gar nicht. Es ist dunkel. Ist doch ganz dunkel. Hat auch nicht wehgetan. Überlegen, wie ich da am besten hochgehe. Das ist ja das Lager, was im Berg drin ist. Ich meine, auch in den Keller runtersteigen kann. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ich meine, aber was ist das? Bums. Hat sich doch gerade für euch erledigt. Ja, das hier ist so ein typischer Platz, bei dem man sonst für die grünen Outcast-Mission, die ich sonst früher oft täglich gespielt habe, Personen oder Fahrzeuge abgeben musste. Oder muss. Das funktioniert ja immer noch.
Aber aktuell habe ich keine Lust auf Fraktionseinsätze, weil mir hier dieses Motherland relativ viel Spaß macht. Das ist so eine Mischung aus Hauptnebeneinsätze und Fraktionseinsätze. Also ich hatte mir, bin ich ehrlich, ein bisschen mehr erhofft. Aber es ist nicht schlecht. Aktiviere Nachtsichtgerät. Richtig gut. Ich habe ein Commander gesichtet. Sicher weiß der was. Ja, ich muss unter Tage. Hat sonst kein. Ja. Ich muss unter Tage. Hat keinen Wert. Da oben jetzt hochlatschen ist auch Quatsch. Der High Ground bringt mir nichts. Denn die anderen sind alle unter Tage. Es kann natürlich sein, dass der mir in gleich den Rücken schießt. Da muss ich ein bisschen aufpassen, vielleicht. Verstanden. Schwergewicht zielt auf den Kopf. Hier ist niemand. Dann wette doch mal. Wette gewonnen. Die kommen sogar hoch noch. Normalerweise kommen die. Kommen die nämlich nicht aus ihrer Höhle raus. VIP versucht zu fliehen. Oh, ich hoffe, das ist nicht der Kerl, den ich töte. Oh, nee. VIP versucht. Das Schwergewicht. Aufpassen, wir kriegen jetzt Unterstützung. So machen wir das. Krieg die Tür nicht auf. Gegner, da. Oh, paar Gegner. Komm. Klasse, einfach klasse. Ein ruchloser Mörder weniger. Ziel am Boden. Ach, hat meine KI erledigt. Cool. Vollautomatisch haben wir das. Ah, jetzt kommen ja wieder ein paar Winnies. Ich hab den Feind. Ey, wieso geht die Tür denn? Ja, ist alles kaputt geschossen, alles hier. Ach, meine KI macht das alleine. Wo sind die? Nein, nein, komm! Oh, ich Glück gehabt. Das sollte reichen, damit ein paar Bodaks das Arrow Gelände verlassen. Da war irgendwie ein Unsichtbarer. Ist er noch? Also das ging jetzt schneller als... Das ging jetzt komischerweise schneller als gedacht, weil meine KI ausnahmsweise aktiv eingegriffen hat. Ja, und das buggt auch. Die können mit ihrer Taschenlampe durch die Mauer durchleuchten. Egal. Mal Ruhe hier. Mal Ruhe hier im Karton, Jungs. So.
Also vielleicht sollte ich eine starke Gegend. Vielleicht sollte ich bei den nächsten Einsätzen mir doch mal ein bisschen was futtern. Red Ferret könnte Fahrzeuge. Omega. Neutralisieren. Oh, das macht Spaß. Neutralisieren sie alle Gegner. Blöp. Ja, fast in der Nähe. Könnte ich ja theoretisch. Ja, Schwimmen ist blöd. Aber die haben oben doch ein Heli, wenn er nicht explodiert ist, oder? Das wollte ich doch. Ich kann nicht durch die Mauer schießen, egal. Gut. Dann laufe ich dahin. Problem ist nur, darüber zu kommen. Ich hoffe, dass da unten ein Boot steht. Ist noch ein praktisches Depot irgendwo versteckelt. Hier irgendwo. Da im Schnee. Und davor ist normales Drohnengebiet. Ne? Die können da bleiben. Die stören mich nicht. Vielleicht habe ich Glück. Das muss ich halt schwimmen. Ist auch nicht so schlimm. Ist ja dunkel. Aber vielleicht habe ich Glück und es gibt da irgendwo ein Boot. Ah, da ist so. Nee, auf der anderen Seite ist eins. Schade. Ich hatte gehofft, dass bei mir im Boot ist. Gegner gesichtet. Ne, hier ist kein Boot, oder? Ist das ein Wasser? Doch, hier ist ein Boot. Feind gesichtet. Es war nur so ein Mini-Boot. Eine kleine Nutzschale. Dann nehme ich doch mal das hier. Also, Heli wäre auch nicht gut gewesen. Ich habe gerade gesehen, komme ich das? Wir haben SAM-Station. Wo denn? Kein einziger. Was ist das? Ist ein bisschen dunkel, das Ganze. Diese Sicht. Oh! Ich gehe auf Nachtsicht. Ist alles Versteckelte. Ganz miese Nummer hier. Kann ich ja nur im Dunkeln spielen, alles Versteckte. Dass wir hier sind. Volltreffer, Baby. Nur Versteckte. Ah, das ist ja ganz schlechte Sicht dann hier. Ich verschaffe mir einen Überblick. Und ich muss die dann ja auch alle finden. Das ist bestimmt nützlich. In der Sicht hier. Ja. Was bringt dir das zu scannen, wenn man es sowieso nicht sieht? Gut, er zeigt. Sehr gut gemacht. Kampfkrone gestartet. Dass ich mich. Machen wir es mal interessant. Ich mich jetzt verstecke, ist Quatsch. Dann laufe ich halt mit blauem Bildschirm rum. Feind ausgeschaltet. Nachtsicht ist an. Bringt nichts. Ich muss kann nur so spielen, gehen ja anders. Schade. Wo?
Vor! Nicht schlecht. Also muss ich sagen, es ist persönlich jetzt ein bisschen langweilig, so zu spielen. Sichtkontakt. Der Akku ist leer. Die Drohne ist raus. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Der ist gescannt worden, der wird angezeigt. Komisch. Aber das wird nicht der letzte sein da oben. Ach, der ist da drin. Gibt es hier ein Fenster, das ich da reinballern kann? Wahrscheinlich nicht. Oh, das muss ich mir stellen sollen. Muss ich ein. Das ist auch schwer. Jetzt muss ich mit der Nachtsicht einen finden, der hier am Boden liegt. Liegt da einer? Ja, da liegt noch einer. Das sind Zivilisten. Das ist einer. Dann ist da oben. Ist da oben mit der letzte sein, glaube ich. Zumindest so wie der. Wie mein Mini-Radar da unten auf der Minimap scannt. Gehe ich mal davon aus, dass der letzte ist. Na gut, dann gehe ich damit jetzt rein. Oh, Treppe hoch, Tür auf. Pistole habe ich, müsste ich ihn eigentlich treffen. Welchen Eingang nehme ich denn da hinten? Ich hatte gerade geguckt, ob es noch vielleicht einen zweiten Eingang gibt. Das Gebiet ist sicher. Jetzt können die Outcasts alle Flugdrohnen in der Region aufspüren und zerstören. Das war's, Herr Gott. Auch die Idee muss erstmal kommen, dass man hier einen findet. So. Na. Kann ich auch in Ruhe noch. Also was jetzt noch mieser und interessanter gewesen wäre, wenn zusätzlich zu diesen versteckten Soldaten auch noch das Gebiet vermint gewesen wäre. Aber vielleicht ist das ja auch noch. Und ich habe Glück gehabt und habe mich nur auf den Wegen bewegt. Ach, hier ist noch ein Boot. Gott. Ah. Gut, die Outcasts pushen hier schon das Zentrum rein und holen sich schon die Infos scheinbar, die sie brauchen. Ja, ist ja nichts Interessantes mehr, weil mit Heli jetzt fliegen ist Quark mit Soße. Das ist nämlich. Muss ich jetzt das Red Ferret? Während Bodendrohnen von den Straßen und Wegen in dieser Region. Irgendwie habe ich hier schlechtes Licht, sehe ich gerade. Aber das ist, glaube ich, das Sonnenlicht, was von hinten mich hier ärgert. Ich kann ja mal kurz riskieren, mit diesem Heli ein Stückchen hochzufliegen. Ist hier noch irgendwo eine Sam? Da ist noch eine. Nehmen wir jetzt mal den Red Ferret nehme ich jetzt an. Nicht Campfire, sondern Red Ferret. Gucken wir mal, wie weit ich mit dem Heli fliegen kann, ohne dass mir was passiert. Oder ob jetzt sofort eine Sam auf mich scoutet. Nee, Glück gehabt. Oh oh. Oh oh. Na komm. Jetzt hoch mit dir. Was fliegt denn so komisch hier der Heli? Ey,
Was fliegt das Ding auch so komisch? Ich habe schon gleich ein paar Tasten gedrückt hier. Aber die fliegt mit WSAD, Shift und Control. Also, irgendwas war da wieder nicht in Ordnung. Was? Danke. Muss ich mich schnell heilen? Komm, mach. Verband rum. Ach, wie noch? Ja. Sozusagen, der Boden ist ja auch kaputt, so wie Nomad hier sitzt. Ist ja ganz merkwürdig. Ist über mir wieder eine Azrael, ganz großes Kino. Habe ich ja gar keine Chance am Berg. Und, ja, und ich komme nicht hoch. Ganz toll, ganz toll. Die Drohne ist gestartet. Kann ich den abschießen? Hier ist doch wieder faul hier. Ich kann hier nicht weg! Ich kann mich hier nicht bewegen! Das ist ein Käse, ist das! Hier kann man sich nicht bewegen! Gar nichts! Jetzt rutsche ich den Berg runter, ganz toll! Ach, ganz großes Kino ist das hier! Ja. Ich kann nichts machen! Gar nichts! Mann! Nervt! Ja, nicht. Das ist der Künstler, was hier ist. Ich bin tot! Also, Biss ist das doch! Am Berg backt der Heli fest, dann kommt Menno. Der letzte Klump ist das, ganz ehrlich. Also da muss, das muss Ubi dringend wieder die Einrichtung fixen. Ich hab ja nichts gegen Astrid und kämpfen. Aber es kann nicht sein, dass man so oft im Berg festbackt. Ja, es ist Spiel kaputt. Ich kann nicht knicken. Er heilt mich hier und dann bricht er wieder ab. Ja, so das Kollegen, ja. Verhalte mich auch. Gegnerischer Heli im Einsatzgebiet. Ja, ich bin verloren. Der muss schon ganz kaputt sein, der Heli. Jetzt. Mann. Der Heli ist weg, alles sicher. Also ganz ärgerlich. So, heilen kann ich mich auch nicht, da backt was wieder. Gut, dass da nichts getriggert worden ist. Muss ich die, hauen die ab? Jo. Oh, da hab ich ja richtig Glück gehabt, dass die nicht getriggert hat. Nochmal heilen, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und jetzt hänge ich ja am Berg. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Das ist der letzte Murks, ist das. Das verstehe ich an Ubi nicht. Das Spiel ist schon so alt. Aber es gibt immer oder immer öfter diese Probleme am Berg. So, ich muss mal kurz. Ich sehe gerade ein bisschen meine Rollos runterlassen. Jetzt kann ich besser gucken. Ja, aber ich komme trotzdem nicht hoch. Ach ja. Feindlicher
das ist extrem Käse, muss ich sagen, dieses Kämpfen hier an solchen Positionen. Ja, das ist auch wieder Fraktionskriegsführung. Das passt ja wieder wunderbar. Gut, dass ich von dem Camp noch weit genug weg bin. Wo bewegt der sich denn, hä? Schick. Noch mehr Drohnen. Was ist hier los? So 500 Meter Glück gehabt, dass das da in dem, ja, hinter dem Hügel in diesem, ich sag mal, kleinen Tal liegt. Es kommt wieder ein gegnerischer Heli. Ich glaube mal auf der Bergkuppe, da kann ich mich ordentlich bewegen. Die Mission geht doch länger als gedacht. Knapp 50 Minuten schon wieder rum. Heli ist außer Reichweite, alles gut. Ja. Die Drohne hat keinen Saft mehr. Welche eine Astral? Nee. Ja. Cam, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Denn es hieß ja, sobald ich entdeckt werde, habe ich ein Problem. Also mache ich das wie in den anderen Missionen. Ich scoute und versuche die Postboten, die VIPs, ja Postboten, nenne ich sie mal, Fahrer, Flieger, wie auch immer, Piloten, als erstes auszuschalten. Ich bin ja der SW, das gibt's doch nicht. Und ein Auto, ha, es passt. Habe ich auch ein paar Gott sei Dank tiefer. Die S-Wets kommen verdammt oft gut. Das ist ja auch hier die Restricted Area 1. Ich habe den Feind entdeckt, da. Die sollen mal schön abhauen, die Jungs. Alles gut, die S-Wets ist weit genug. Ich kann eher ein bisschen scouten. Einer. Keiner. Noch einer. Wahrscheinlich stehen die Piloten wieder schön versteckt irgendwo. Das wird ein Fahrzeug zerstören gleich. Darum ist jetzt einer hundertprozentig. Hey. Soll die KI machen. Ist da auch einer dran? Nee. Schon zerstören. Ich vermute, der. Zerstören, zerstören, zerstören. Scharfschütze erfasst. Hör ich schon wieder? Eine S-Wähler ist es eh egal. So, ich guck mal, ich scoute mal im Gefangenenlager. Interessiert mich nicht. Mich interessiert vielmehr die Herren Piloten. Wo die sein könnten. Alle tot. Solide Arbeit. Ich hab eine Leiche gefunden. Ich hab eine Leiche gefunden, Brody. Und mal gucken, ob da jetzt ein Pilot aktiviert wird. Muss ein Pilot finden.
Da ist ein Sam. Boom. Wo sind die Herren Piloten? Da ist der Pilot. Roger, bewege mich zum Ziel. Roger, bringe mich in Stellung. Bin angesichtet. Bin schussbereit. Ich sehe das Ziel. Schalte auf Nachtsicht. Vorsicht, da drüben ist einer. Okay, Ghostly. Alles sauber. Gut geschossen. Supi. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Ich hab so den Eindruck, dass er nur... Was macht Norbert denn hier? Brennt meine Tastatur oder was? Ich drück V und sie kriegt. Ja gut, bleib ich mit dicken Fingern. Kriegt immer ins Gesicht, der Typ. Ich schalte auf Nachtsicht um. Wo sind die Brudis denn? Ach, der ist versteckelt. Stehe ich nicht. Ganz ehrlich. Ja gut, dann pushe ich da jetzt rein. Wurscht. Reicht's mir. Wie so schlecht treffen kann die Knaller. Das ist auch so zu. Das ist zweistöckig, oder was? Ja, Muchachos, der Feind ist hier. Der Feind macht Party. Ich bin der Feind. Ich bin der Feind. Ich bin falsch. Das Glück war wieder, dass das hier. Komm, gib nicht so an. Nur wieder einen Piloten gab. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. So, und jetzt ist Kurioses, kann ich die Fahrzeuge wieder einmal frei zerstören? Gestern ging das ja nicht so gut, da musste ich ja mehrfach in die Helis reinwerfen an Granaten. Aber dem auch wieder. So, tschüss. Was bist du für ein Heli? Wie gehen die Granaten langsam aus? Was ist das? Hallo Heli! Sag mal! Ach, jetzt schmeißt die Tante in auch die Granate noch falsch. Ja, Menno. Habe ich eigentlich mein Rocket Launcher habe ich noch dabei, ja. Wäre jetzt nützlich gewesen. Na komm. Der raucht die Folge nicht kaputt, verstehe nicht. Jetzt sollte es weniger Ogre-Drohnen in der Region geben. Lass mir den armen Knöllchen noch raus. Ah, ich sehe aber nichts hier. Das habe ich ganz vergessen. Was kann ich. Kann ich noch schnell gucken, was es hier noch gibt. Für Infos gibt es hier. Infos gab es hier, glaube ich, keine mehr für mich. Hier mal kurz in diese Borderbude. Ob ich jetzt schon den letzten Einsatz spielen kann für die Region. Mein destabilisiert ist ja jetzt. Theoretisch müsste ich jetzt ja.
Infos gibt es hier keine mehr. Nee. Das muss ich jetzt mal fertig. Spüren sich auch so in der Bordax auf, vernichten sie. Die Ziele sind Israel-Drohnen in der Fertigungshalle Omega 2. Aha. Entscheidender Vorteil ist das Dingen. Na, hier deshalb musste ich ja leider alle zerstören. Omega 2 ist auch eine super stark bewachte Fertigungshalle. Das war zumindest in den Hauptansätzen früher immer so. Fahrbare Drohnen, Luftdrohnen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch sehr viele Rocket-Schützen da sein werden. So, jetzt komischerweise, wenn ich hier rutsche, dann kann ich wieder einigermaßen lenken. Ja. Das scheint wohl bei Breakpoint aktuell so ein bisschen vom Gelände abhängig zu sein, wie man steuern kann. So ist klar, wenn ich laufe, komme ich automatisch ins Rutschen. Das war ja vor Jahren damals eins der großen neuen Features, die eingeführt worden sind. Dass der Charakter sich auf unterschiedlichem Grund unterschiedlich bewegt. Was ja auch ganz cool ist. Jetzt kann ich gut steuern, ganz merkwürdig. Nachtsicht an. Da könnte ein bisschen mein Vorteil sein, jetzt der Schnee hier. Sehe ich schon was auf dem Dach, so ein bisschen wenigstens. Ja, auch schon wieder Drohnen. Ja, SAM-Stationen sind da oben. Also mit dem Heli hier hinfliegen wäre überhaupt nicht gut gewesen. Bodendrohnen. SAM. Heli. Raketenschütze. Ach, da unten die erste was zerstören, ja. Ja, das ist gemacht wahrscheinlich, die ganzen SAM-Stationen, dass man nicht einfach mit einem dicken Heli reindödelt. Und alles zerballert, nehme ich an. Schöner Treffer. Das kann ich ein bisschen weiter vorwagen. Funk habe ich zwar komischerweise keinen gesehen. Ich denke mal, ich hole mir Heil. Ach! Soll ich das zerstören? Ich habe ja gar keine Rockets. Nein! Wie soll ich die... Oh, ich brauche irgendwas Explosives. Ah doch, ein paar Rockets habe ich noch, aber... Ich hätte vielleicht doch einen Bivak gesollt, um
die Explosivsprengstoffe zu benutzen, zu holen. Können sie machen, mir wurscht. Normalerweise ist das ja bei den... Wir haben Gesellschaft! Das jetzt das Zeug? Egal. Sind die Aswells gar nicht mehr so schnell? Feindliche Verstärkung ist im Anmarsch. Das sollte schaden. Hä? Ich hab sie doch getötet. Muss ich mir den blöden Funker noch holen. Lass sie ja nicht entkommen. Ja, du kannst mich mal nach oben. Drohne deaktiviert. Das war aber, schieße ich den Rücken am Abgleich, bumm. Da sind noch mehr von denen unterwegs. Muss man, ich muss nur deinen Rucksack treffen, das meinte ich doch. So, guck so. Granate! Nicht schlecht. Da muss ich erstmal den Funker stammen, das habe ich. Das kann ich keinen Blumenkopf gewinnen, glaube ich. Gott. Jetzt muss ich die Flotte bei der Startbasis zerstören. Nur noch mehr? Nee, Gott. Dann gucke ich hier noch schnell. So. Gewundert, dass diese Tanks hier explodiert sind, aber egal. So, mal gucken, wie weit das ist bis zum Error-Testgelände. Ach, ist ja gar kein Strom mehr da. Brauche ich ja gar nicht drauf zu ballern. Egal, so. Golden Looter kann da oben bleiben, dann rette ich den einen Kerl da vorne noch. Infos gibt es hier keine, oder? Gab es hier Infos? Nee. Error Test, gibt es Infos?
Da irgendwas? Nee, Flycatcher. Ach, Flycatcher hieß der Knölig, den man damals da töten musste. Name ist mir vorher nicht eingefallen. Oh, 1,2 Kilometer. Habe ich da nicht einen Biber in der Nähe? Doch, über Flycatchers Anwesen ist ein Biber. Da ist das Biber, wo ich damals gestartet bin. Das ist die Frage, wie ich da am besten reingehe. Ich glaube wieder von oben, ich weiß nicht. Oder die Straße. Oh, hier ist wieder, hier passe ich auf, hier war gerade der Boden offen, da war irgendwas kaputt. Ich glaube, ich mache das von hier. Das Gelände, das ist ja... Moment. Bevor... Brauche ich noch irgendwas? Da habe ich nichts mehr. Dann nehme ich doch das damit. Obwohl, ich muss ja doch zerstören gleich, hieß es doch, oder? Ja, dann bringt mir das ja nichts. Dann nehme ich doch Splittergranate mit. So. So, nehme ich sicher noch das. Gehen wir davon aus, dass es nicht mehr gescoutet ist. Ich hatte ja zwar vorher, als ich mit Karen Bowman das Gespräch hatte, hatte ich ja schon gescoutet. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Scout jetzt weg ist. Wenn ich da bin, überlege ich mir, wie ich da reingehe. Also früher bin ich immer im Prinzip die Straße lang, die führt ja ins Gelände oder unter das Gelände in den Berg rein und habe dann Etage für Etage leer geräumt. Ah, gut, ich muss also mehrere auf was? Im Turm? Also muss ich jetzt von oben rein, ja. Gut. Also ich habe jetzt Vorgaben, wie ich das Zeug alles zerstören muss. Weil der Turm sitzt ganz oben drauf. Weiß nicht, ob ich da mit falschem reinspringen kann. Mal gucken. Ich glaube, ich scoute erstmal, damit ich sehe... Ich brauche hier erstmal ein bisschen Freiheit, dass ich da reinspringen kann. Ich gehe davon aus, die anderen sind alle eine Etage unter mir. Da ist ein Brecher. Den sehe ich aber aus der Posi nicht. Brecher gesichtet. So, ich glaube... Der ist im Turm. Ich glaube, das kann ich jetzt riskieren, darunter zu springen. Hauptsache, es buggt jetzt hier nicht. Nein, es buggt schon wieder. Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Das ist an ganz vielen, an solchen Missionen, wenn man immer runterrutschen muss, habe ich so den anderen buggt das. Aber hier komme ich auch nicht runter, ohne zu sterben. Ja, muss ich wahrscheinlich mehr Anlauf nehmen. Und wahrscheinlich wieder auch. Ah, hat funktioniert.
Nee, Mutti, komm. Ah, bitte lang, ja. Oh, nicht auf dem Turm, genau da. Sehr gut. Jetzt hier die Verräter. Russland ist clean. Ich höre einen Stappen unter mir. Der hat Snipers? Ne, sonst waren da nämlich immer Sniper. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in den Turm rein. Erledige das, was ich erledigen muss. Feind identifiziert, da drüben. Und die anderen werden eh alle im Gebäude drin sein. Oh, einer, ab in den Turm hoch. Da habe ich. Ne, von Entdecken steht nichts, aber ist wahrscheinlich sinnvoll. Ist wahrscheinlich sinnvoll, dass ich nicht kämpfen muss. Ich sehe einen Brecher. So, dann hacke ich hier erstmal. Na komm, hacken. Da drüben ist ein autonomer Geschützturm. Verdammt, die Azrels haben Bomben. Und sie werden zivile Ziele angreifen. Oh, oh. Ich muss mich beeilen. Feind identifiziert, da drüben. Die ist eine Idee, bevor der Zeit abläuft. Liege am Hauptpunkt der S-Report. Das ist wahrscheinlich unten drin. Gegner lokalisiert. Da. Man muss sich ein bisschen beeilen jetzt hier. Das gibt es Party. Ich habe den Feind entdeckt. Da. Das Gerät hier drin, ne? Früher Flight Catcher drin war. Ganz toll. Identifiziert. Da drüben. Und da kommt man nicht so einfach rein. Was ist unter mir? Wo ist es? Wo ist es denn? Das ist hundertprozentig, da wo Flycatcher gerade drin war. Mist. Gegner lokalisiert. Da. Immer mitten rein. Aufpassen, die sind in Alarmbereitschaft. Wenn mir jetzt mal vernünftig anzeigen würde, wo ich da hin muss. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock. Ach, jetzt muss ich hier durch. Ich jag sie hoch. Kampfdrohne aktiviert. Ah, jetzt habe ich es berührt. Das Gas, Mann. Ein Brecher. Nein, ich hab das Gas berührt, ich trottel. Oh oh. Brecher gesichtet. Das ist gemein, da muss ich wahrscheinlich gleich wieder hochrobben. Gegner gesichtet. Da muss ich noch eine Etage tiefer her. Und da muss ich wahrscheinlich wieder nach oben. Oder die ganz unterste Etage. Hier muss ich ihm noch ins Gesicht schießen, dem Kollegen hier. Oh, ist das mies. Ich scanne das Gebiet. Halt, das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Sichtkontakt auf dem Scan. Sichtkontakt, da. Denke mal, ich muss jetzt... Ghostlead, ohne auf. Ja, ich muss zur Flycatcher rein. Ey! Warum muss ich eigentlich immer nachladen, wenn ich hier drin bin? Das ist zum Kotzen. Das war das ist ein unsichtbarer Mist. Aber hier spritze ja. Das ist wie bei Flycatcher. Muss jetzt das Ding zum Hacken hier. Landdrohne. Und ich gehe davon aus, ich muss jetzt bis runter. Ich kann die Bomben zünden, um die Azrels vor dem Start hochzujagen. Sicherheitssperre, wo ist die denn? Wo ist die? Ach, hier unten bei mir irgendwo. Perfekt, da muss ich nicht ganz so tief. Danach muss ich dann wahrscheinlich... Bop, bop. Ach, hier im Serverraum, es geht. Na komm, Norbert! Komm.
Da sind nicht mehr ganz so viele Gegner. Noch kommen. Manu? Wird Hacken fertig? Jetzt? Geschafft. Jetzt muss ich nur noch das Sicherheitssystem hacken. Wo ist das? Auch hier? Oh, hier ist es nicht. Wo ist das? Andere Baustelle. Wo ist das hier drüben drin? Komme ich da so einfach hin? Oh oh. Oh oh. So, und dann muss ich wahrscheinlich auf die tiefste Etage oder ganz nach oben. Und die Drohne. Und jetzt? Hören wir. Kann ich mich. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich in den Keller. Nehme ich an. Dann muss ich wahrscheinlich auf die tiefste. War das nochmal hier, glaube ich. Und dann muss ich. Muss ich. Ich hoffe nicht, dass. Hauptsächlich vertue mich jetzt hier nicht. Nee, jetzt wieder raus. Ah, wie komme ich nochmal auf die. Das war ein bisschen ganz doof versteckt, auf die tiefste Etage zu kommen. Ja, aber eigentlich markiert. Da ist aber die Tür zu. Wie doof. Ach, wo war das nochmal? Hier, was steht hier nochmal? Ich muss auf die Plattform. Observation Deck Helipad. Helipad ist oben. Ich muss tiefer. Wo war das nochmal? Hier geht's nach draußen. Ja, hier geht's nach draußen. Oh, ich muss auf die. Auf das Launchpad, das heißt. Das glaube ich hier hinten hervor. Ich glaube, hier geht es zum Launchpad. Ne, hier geht es zum Server rauf. Aber hier ist aber auch zum Launch. Nein! Ich glaube, hier geht es zum Launchpad. Nee? Hä? Das ist geändert worden. Das ist absichtlich die Tür da jetzt zu. Komm ich hier nicht durch? Ja, ist zu. Hier komm ich auch nicht raus. Das ist. Ah, jetzt muss ich aber Gas geben. Leck mich in die Füße. Normalerweise gibt es hier eine Beschriftung. Irgendwie Launch Area oder so ähnlich. Ja, und hier bin ich jetzt nämlich in einer Garage. Und jetzt ist Kacke. Das ist natürlich kein Auto. Also vielleicht ist das Absicht, dass sie die Tür zugemacht haben. Also könnte ich mir vorstellen. Normalerweise kann man da nämlich durch und kommt da genau eine Etage tiefer raus. Ich hoffe, ich schaffe das. Vielleicht habe ich Trottel mich auch verguckt und habe die falsche Tür benutzt. Das ist auch eine riesen Anlage hier. 7 Minuten, das könnte ich gerade auch so schaffen. Ja, ich komme tiefer in den Berg, das ist sehr gut. So, und jetzt muss ich immer um die Kurve gleich. Jetzt, perfekt. So, jetzt muss ich mal links rum. Ja, das ist ein Fakt, ist das hier, ganz ehrlich. Ja, jetzt bin ich auf der richtigen Etage. Perfekt. Da. Sind die unwahrscheinlich noch ein paar Soldaten, die mir auf den Sender gehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich da reinkommen soll. Das ist mir auch neu. Wie soll ich denn da hinkommen? Da ist nichts sonst. Oh. Na komm, noch mal bucken. Das kenne ich noch nicht hier. Das, nein! Norbert! Im Prinzip die Leiter habe ich von oben gesucht. Die habe ich nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich draußen. Die Zündung ist scharf. Ich muss nur noch den Abzug drücken. Jetzt muss ich nach draußen. Nein! Oh nein, Norbert, pass auf.
Geschafft. Oh, hoffentlich. Boah. Alter Falter. Und für die Zivilisten sind die Azrels auch keine Gefahr mehr. Jetzt gehe ich aber Spaß haben, weil das interessiert mich ganz, ganz brennend. Jetzt gehe ich Spaß aber die Leiter, die ich vorher nicht gefunden habe, noch einmal hoch. Ich möchte wissen, wo ich da rauskomme. Bowman, Ito, Mountain. Die Azrael-Flotte wird nicht mehr aufsteigen. Der Luftraum ist sicher. Das höre ich gerne. Noch besser wäre es gewesen, wenn die Outcasts die Flotte übernommen hätten. Aber wenigstens kann sie nicht mehr gegen uns eingesetzt werden. Wie auch immer, die Region gehört jetzt uns. Jetzt gehe ich nochmal die Azrael's hatten Bomben geladen, die an zufälligen zivilen Orten detonieren sollten. Diese Strategie ergibt keinen Sinn. Die Schweine kennen keine Moral. Es gab schon viele willkürliche Angriffe. Das Einzige, was alle verbindet, ist, dass sie allesamt abgezeichnet wurden. Sinn ergibt es erst, wenn wir die Motivation hinter dieser Reality-TV-Show kennen. Ich bin sicher, dann werden sich alle Teile zusammenfügen. Verstanden. Nomad out. So, mal gucken, ob was kommt, aber bitte. Nomad, die von ihnen gesammelten Daten zeichnen kein gutes Bild. Massenhinrichtungen. Azrael's mit Bomben. Jeremy Parks inszenierte Anschuldigungen gegen Russland und jetzt Fähnrich Vasile Kropotkins Verstrickung. Kropotkin stellt Aufnahmen zusammen, um sie ins Internet zu stellen und Aufmerksamkeit zu schüren. Er hat es auf Russland abgesehen und will der Welt Desinformation unterjubeln, um eine diplomatische Krise auszulösen. Vor allem hat die Untersuchung des Rechenzentrums ergeben, dass Kropotkin eine Art befestigtes Filmstudio errichtet hat, von wo aus er seine Dokus übertragen will. Sie müssen sich Zugang verschaffen und Kropotkin neutralisieren, ehe er irreversiblen Schaden anrichtet. Verhindern Sie die Übertragung und vernichten Sie die Videos. Verstanden. Diese Filme wird keiner zu Gesicht bekommen. Interessant. Das habe ich nicht gefunden. Da war ich ja recht. War die Tür offen vorher? Hier war ich doch, Helipad. Bin dann hier rausgerannt. Also entweder war die Tür vorher zu oder ich habe es nicht gesehen. Weil den Weg hatte ich gesucht. Egal, ich sage da mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.